Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tipps und Tricks Video zum Thema Farm Together 2. Ja, in letzter Zeit kommen immer mehr neue Spieler auf mich zu und haben mich gefragt, wie das denn mit dem automatischen Modus genau abläuft mit unserem Traktor. Und dazu möchte ich jetzt gerne im folgenden Video einige Dinge sagen. Und zwar, um auf den Traktor zu kommen, müsst ihr einmal die V-Taste drücken. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr diese Felder hinter euch, dass ihr drauf fahrt, also wenn ihr auf dem Traktor sitzt, habt ihr immer diese 3x3-Ansicht, dass ihr drauf fahrt, einmal draufklickt. Ich schaue mal eben, ob wir das nebenan machen können. Nebenan können wir es natürlich gerade nicht machen. Hier könnten wir es beispielsweise mal demonstrieren. Ihr fahrt drauf, klickt einmal drauf, dann wird das Ganze abgeerntet. Klickt noch einmal drauf, dann wird das Ganze gepflügt. Und klickt noch einmal drauf, dann wird wieder das, was ihr ausgewählt, neu geerntet. Und wenn ihr noch ein viertes Mal draufklickt, dann wird das Ganze bewässert. Jetzt machen wir das nochmal im Schnelldurchlauf. Also es dauert doch recht lange. Allerdings natürlich nicht so lange, wie wenn man das Ganze einzeln machen würde. Weil sonst müssten wir halt vom Traktor absteigen, jedes einzelne Feld jeweils diese 4 Schritte machen. Und das dauert wirklich im Vergleich unendlich lange. Dann haben wir jetzt aber hier den Vorteil, wir können den Traktor benutzen und wir können das Ganze automatisch laufen lassen. Ihr seht jetzt schon oben links eine Anzeige neben meinem Spielerlevel und deswegen bin ich auch extra auf eine ganz kleine Farm gegangen. Da seht ihr schon, hier ist natürlich noch nicht so viel ausgebaut von der Stadt her, also sprich bei mir geht das Benzin noch recht schnell runter. Und ihr seht, wie viel das Ganze jetzt auf dieser Strecke gekostet hat, wenn ich das Ganze manuell einmal mache. Jetzt haben wir das, ich nehme mal hier die Wassermelone rein. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze aber auch automatisch laufen zu lassen. Dabei ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass hier unten, wenn ihr anfangt, entweder an der Stelle, wo ihr steht, ein Weg ist, weil da kann diese automatische Sache nicht bauen. Oder ihr habt das Ganze eingezäunt, so wie hier vorne. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Weil, wenn ihr das Ganze eingezäunt habt, dann fährt dieser Traktor im automatischen Modus nur so weit, bis zu diesem Punkt, wo der eingezäunt ist. Achtung, das gilt nicht für diese ganz kleinen Zäune. Also hier diese hier zum Beispiel, niedriger Holzzaun. Für diese ganz kleinen, niedrigen Sachen gilt das nicht. Da fährt er einfach so drüber. Das haben wir mal getestet. Es gilt nur für diese normalen Zäune oder natürlich für dieses ganz hohe, wo er dann nicht mehr durchkommt. Ich zeige euch das Ganze mal eben. Ich stelle mich ein Stück davor. Das gilt aber im Endeffekt auch, wenn ihr zum Beispiel hier auf dem ersten draufsteht oder auch auf dem zweiten. Dafür geht das auch. Ihr müsst da draufstehen und dann müsst ihr die Shift-Taste drücken. Und dann fährt er einfach automatisch los und macht alle 4 Schritte in einem. Aber, und das zeige ich euch jetzt mal, wenn ihr hier keine Eingrenzung habt und keinen Weg mehr, dann macht der automatisch noch eins höher. Der macht das dann so lange, bis dann hier ein Widerstand auf dem Boden ist. Aber Achtung, ich habe jetzt die rechte Maustaste gedrückt, um das Ganze abzubrechen. Wenn ihr jetzt hier einfach weiterfahren lassen würdet im automatischen Modus, dann würde der hier auch weiterarbeiten. Das heißt, das hier, der Weg ist kein Garant dafür, dass der aufhört, sondern er würde halt einfach weiterarbeiten. Er würde nur nicht auf dem Weg arbeiten. Wenn ihr das Ganze aber in einem eingezäunten Bereich habt, und das könnt ihr auch mit Tieren machen, ihr müsst das jetzt nicht auf dem Feld machen, wobei es auf dem Feld natürlich sehr viel mehr Arbeit abnimmt, weil es sind 4 Schritte in einen, die wir auf dem Feld abgenommen bekommen, was er im Prinzip ja mit einem Schritt macht. Allerdings macht er keine 9 Felder, also 3x3 Felder, sondern er macht immer nur 2 hoch und 3 zur Seite. Ist einen kleinen Ticken langsamer, aber wenn man das jetzt über die ganze Arbeit sieht, die man machen muss, über die ganzen Schritte, dann ist es insgesamt trotzdem schneller, weil er macht dieses Abernten, er macht das Neuflügen, er macht das Draufsetzen und er macht das Bewässern. Wenn wir das Ganze jetzt hier bei den Tieren machen würden, dann wäre das einmal abernten und gleichzeitig neu füttern. Und ihr seht schon, ohne dass ich etwas drücke, er hält einfach hier vorne an. Jetzt drücke ich mal, weil ich springe nämlich jetzt hier rüber.
Und so könnt ihr dann zum Beispiel die eingezäunten Tiere, auch wenn es jetzt eine ganz lange Strecke ist, einfach so abernten und dann direkt wieder neu füttern. Eine richtig, richtig gute Sache. Ihr könnt das Ganze natürlich auch so machen, indem ihr das Ganze einfach nur aberntet. Ich sag mal, ihr habt ein Feld, stellt euch das Ganze jetzt ziemlich lange vor. Das ist jetzt hier natürlich nur, ich fange mal lieber von der anderen Seite an, weil sonst ist er hier natürlich bis zum Rand am Arbeiten. Stellt euch das Ganze mit ganz langen Feldern vor, wo ihr natürlich dann sonst viel Arbeit hättet. Ihr habt jetzt hier gerade Linsen draufstehen, ihr wollt aber eigentlich etwas anderes draufstellen. Dann geht ihr, guckt, dass ihr die rechte Maustaste drückt, dass alles gelöscht ist, also dass hier unten kein neues Saatgut, sage ich mal, drin steht. Dann geht ihr wieder aufs Anfangsfeld, immer mittig natürlich, und dann drückt ihr Shift und dann wird alles abgeerntet und neu gepflügt. Hier natürlich wieder der Hinweis, am Ende, in diesem Fall, weil es nicht eingezäunt ist, am Ende dann einmal dafür sorgen, dass der stehen bleibt. Und dann habt ihr das Feld einmal frei. Und dann könnt ihr euch das, was ihr haben wollt, aussuchen. In diesem Fall möchte ich jetzt die Linsen wieder haben, aber ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes hier aussuchen. Dann stellt ihr euch da drauf und dann seht ihr schon, die werden dann angezeigt. Und dann drückt ihr wieder die Shift-Taste und es wird wieder alles neu bepflanzt. Ja, da wie gesagt halt mal drauf achten, ist es eingezäunt oder nicht, dann stoppt er halt automatisch. Und hier hätte er sonst natürlich noch weiter gemacht. Bei Fischen wäre es natürlich Blödsinn, das zu machen, weil da muss man natürlich nur einmal draufklicken und die dann abernten sozusagen. Aber bei Bäumen kann man das auch noch sehr gut machen. Man stellt sich einfach unten hin, drückt die Shift-Taste und der dreht sich dann automatisch so, dass der dann richtig gerade durch diese ganze Reihe durchgeht. Da habt ihr natürlich nicht das Problem, dass dahinter noch irgendwas bepflanzt wird oder so, weil ihr habt ja nur das Bäume-Abernten-Symbol. Und dann läuft er einfach weiter, bis er quasi nichts mehr zu tun hat. Achtung aber, wenn ihr Bäume aberntet und der dann einfach weiterläuft, wenn dahinter ein Feld ist, dann erntet der das Feld natürlich trotzdem mit ab. Gleiches gilt übrigens auch für Blumen. Ich habe aber jetzt leider eben warten müssen, bis die Jahreszeit rum ist. Deswegen habe ich die ganzen Blumen hier schon mal alle weggeerntet. Aber im Endeffekt ist es da genau das Gleiche. Also da würdet ihr auch euch einfach hinstellen, würdet ihr die Shift-Taste drücken und dann würde er einmal alles abernten und direkt alles bewässern. Natürlich nur so lange, wie ihr keine Wassersprenkler drauf habt. Ansonsten nimmt euch das System natürlich die Arbeit so gesehen schon ab. Aber das macht ja auch nichts. Das ist trotzdem unterm Strich, finde ich, ja gut, bei den Blumen vielleicht nicht unbedingt, wenn die überall Sprenkler drauf haben. Aber bei allen anderen finde ich schon, dass es insgesamt trotzdem noch schneller ist. Hier seht ihr das auch nochmal ganz schön. Hier sind die Rosen. Da können wir einfach Automatikmodus laufen lassen. Und da haben wir dann hier jetzt alle Rosen bewässert, die in diesen Streifen sind. Ist natürlich kein großer Streifen, weil das ist halt meine ganz kleine Farm hier. Aber ich denke, ihr versteht das Prinzip. Zum Abschluss möchte ich auch noch sagen, es soll angeblich einen Trick geben, mit dem ihr etwas schneller abpflügen könnt. Ich weiß nicht, wie aktuell das Ganze noch ist. Ich habe auch nirgendwo im Internet was darüber gefunden. Nachdem man mir das zugetragen hat, habe ich mal geschaut, aber scheinbar weiß niemand darüber Bescheid oder hat es zumindest noch nicht veröffentlicht. Hat irgendwas damit zu tun, dass ihr wohl bis zur Hälfte fahren sollt, dann ganz schnell irgendeine Taste zweimal drücken sollt und dann soll er angeblich schneller fahren, sodass ja, das Ganze ein bisschen schneller abgeerntet wird bzw. schneller durchgeführt wird. Aber wie gesagt, ich habe nichts über diesen Trick gefunden, deswegen kann ich das nur mal hier eben anmerken. Ansonsten wisst ihr jetzt alles, was ihr wissen müsst über den automatischen Modus. Denkt immer daran, wenn ihr den automatischen Modus benutzen wollt, das habe ich zum Beispiel bei meinen Blumenfeldern so gemacht, dann zäunt auf jeden Fall die Felder ein, wo ihr das Ganze benutzen wollt. Denkt dran, das gilt nicht für die niedrigen Zäune, nur für die normal hohen Zäune. Und ja, ihr habt ja auch oben links gesehen, wie viel Benzin ihr dann bereithalten müsst. Auf den normalen Farmen, also auf den großen Farmen, die ich jetzt habe, ist das alles kein Problem mehr, weil da habe ich den Modus vom Tanken dementsprechend natürlich sehr hochgeschraubt. Auf den kleinen Feldern muss man halt zwischendurch immer mal ein bisschen drauf achten, dass man dann auch wieder neu tanken muss.
Aber das sollte kein Problem sein. Das könnt ihr natürlich immer in eure Felder anpassen. Wenn ihr kleinere Felder habt, dann habt ihr vielleicht nicht so viel stehen. Wenn ihr schon größere Felder belegt habt, dann habt ihr sicher auch entsprechend mehr von den Tankstellen stehen und habt das Ganze auch höher gelevelt. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob euch diese Tipps geholfen haben, beziehungsweise ob ihr das noch wusstet. Wenn ihr natürlich nicht gerade angefangen habt und schon länger spielt, dann gehe ich davon aus, dass ihr diese Sachen schon wusstet. Vielleicht wusstet ihr das auch mit dem Zaun noch nicht, weiß ich nicht. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze geholfen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.